Vielen Dank und guten Abend miteinander. Schön sind ihr alle hier. Full House. Wer hat das gedacht? Hure geil. Wir haben angefangen mit der Anfang eigentlich von unserem neuen Programm, das heisst Raum, von unserer neuen CD. Mit einer kleinen Ausnahme. Wir haben gedacht, wir gönnen uns jetzt auch mal einen Superstar. Bernhard Betschart! Das sind die zwei ersten Stücke, nämlich Mut und Raum, haben die geheissen. Und am Schluss dann schottisch Ambeck mal Pi. Weiter geht's mit dem Fluenhöfler und dran gerade noch den Alpenjutz.
einen Applaus für Ambeck. Ich fühle mich natürlich sehr geehrt, darf ich da mit den Superstars von der neuen, aber auch alten Volksmusik heute auf der Bühne stehen. Ja, wie wir uns echt kennengelernt haben, dank Pirmin in seinem Länderorchester, habe ich da dürfen, das erste Mal eigentlich so ein bisschen mit dieser Art von Musik ein bisschen Bekanntschaft machen. Und dann sind wir, ich meine, ein kleines Ausflügel gemacht, musikalisch, auf Japan und Taiwan. Und dann haben wir gemerkt, dass wir alle gerne ein Käffchen trinken. Und dann ist die Sympathie natürlich noch grösser geworden. Käffchen nehmen ist also das Motto geworden, jeden Tag dort. Und es sind einfach die einzigen Mändchen. Und das letzte Stück habt ihr vielleicht ein zählt. Die Wechsel haben mindestens 9 Wechsel, habe ich gezählt. Sind wahrscheinlich noch x-mal mehr gehabt. Ich weiss nicht drum. Der Titel 9x war das vorhin. Und meine Herkunft, die einen kennen sie wahrscheinlich. Ich komme aus dem Muttital. Und ja, danke schön. 2, 3 haben es gekannt. Und 4, 5 in dem Fall. Gut. Auf alle Fälle durfte ich wirklich als junger Bub schon mit einer guten, schönen Tradition aufwachsen. Wir hatten nicht viel neben ihnen, aber das war das, was sie mir mitgeben konnten. Wir hatten kein Auto, nichts. Wir waren da noch mit dem Schilder unterwegs. Und es war ja so, wir haben dann irgendwann noch früh angefangen mit der Familie. Und es sind dann noch auftreten, aber es ist das, was manchmal die Eltern sagen, ist vielleicht nicht einfach immer das, was man dann machen will. Interesse an anderer Musik ist gekommen, aber irgendetwas hat mich geprägt. Und das war ein Jutz von 3 Männern, von der Flohhöflerung. Und das hat mich wieder zurückgebracht zu den Wurzeln, wo ja auch sie, auch an Ambeck, ja extrem ja, präsentieren mit ihrer Musik. Neue, frische Musik und immer irgendwo noch verwurzelt. Und was ich euch jetzt schnell so zeige, das ist ein typischer Muttitaler Jutz. Dafür habe ich jetzt natürlich da, sage jetzt das zweitälteste Mikrofon dabei. Das älteste ist vielleicht das da gewesen, hä? Hört mich all? Und so hören wir noch besser. Das ist ein Holzsiene, da hat man früher Milch gesienet, gesiebet. Siene ist 7. Da hat man Tannkreis drin da. Früher hatte man keine Filter, dass das gröbste Gestrau das rausgeblieben ist, bevor man den gekäset hat. Und am Abend passend hat man den Rappen genommen für einen Alpsägen natürlich. Jetzt möchte ich euch ein Jäuzchen machen und wünsche euch dazu viel Vergnügen. Danke vielmals. Ja, der Benni kann nicht nur wahnsinnig schön jutzen, er kann auch kläfeln. Und wir haben gedacht, bevor wir ein Päusel machen, spielen wir noch 2 urchige Stückchen. Das eine ist, also wo er dann ein bisschen mitkläfeln kann, wenn er parat ist.
Genau. So viel zu der interkantonalen kulturellen Aneignung. Das erste, das wir spielen, heisst Stöpsel Nummer 5. Es gibt mittlerweile 12 von diesen Stöpseltänzchen. Das 5 spielen wir und darüber noch ein Stück vom Andi an der Geige, das er für seine Frau Magdalena gemacht hat, die heute auch da ist, der Magdalendler. Und dann etwa eine Viertelstunde Pause. Fünf Viertelstunden. Thank you.
Danke vielmals. Merci und willkommen zurück auf der B-Seite der Platte. Wir haben angefangen mit einem Stück, das heisst Seenachtsfest von Pirmin, was auch immer dort wieder gegangen ist. Und darüber aber unser Alt-Hit aus dem Jahr. Ich weiß nicht mehr, 2015, glaube ich. Jetzt haben wir mal verfilmt, hier unten im Durzügel. Könnt ihr auf YouTube schauen. Der Ändler, der Ländler vom Ändl, der verändert ist, der Verändler. Und weiter geht's mit Vollpolkamann. Thank you.
So, jetzt wisst ihr, wieso ich so Fan bin von Ambeck. Genau wegen dem. Das ist ja unglaublich. Ja, vorhin habe ich das so ein bisschen gehört, dass da schon die Hälfte Muttitaler sind da draussen. Haben sich da viel beschwert und gemeint, ja, nein, ich will doch auch, nicht doch mehr. Aber ja, sind Leute von weit her auch gereist heute, sogar vom Wallis sind sie da gereist an das Konzert. Das ist also wirklich bemerkenswert. He? Leute aus
weiter Ferne. Jawohl, ein Applaus für die, die da etwas weiter gereist sind. Und ja, ich möchte eigentlich gar nicht viel anders machen als der Vorige, nämlich noch ein Muttitaler Jützli, aber mit dem kleinen Unterschied, dass ich es nicht wieder allein mache. Ja, sondern mit euch zusammen. Ich mache es auf jeden Fall allein und danach bauen wir langsam auf. Io, 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 schön. Jetzt machen wir es miteinander. Nein, nein, es gibt ja da verschiedene Stimmen, gell? Das Muttital ist ja, wir haben es gerne einfach und gemütlich natürlich. Aber die Jützli sind sehr einfach aufgebaut. Wir haben eine erste Stimme, dann haben wir eine zweite, die etwas höher tut, und dann haben wir noch den Bass. Aber der ist auch für die Frauen geeignet. Der ist also mit dem Keller unten und da braucht es zwei Tönchen und schon können der ganz, ganz, also eigentlich zu 100% schon mitjutzen. Hio! Auch jeder Tinder! Hio! Hio! Genau, der Pirmin tut euch da ein bisschen helfen. Aber ihr schaut nicht zum Pirmin, sondern schaut zu mir, gell? Ihr seht nichts. Ja? Also noch eines. Hio! Jo. Wechsel noch. Jo. Jo. Genau. So. Und jetzt weiss ich, da innen hat es zwei, drei, die da tipptopp können die zweite Stimme machen. Besser als ich sogar. Die dürfen natürlich jetzt schon die zweite zu machen. Und die, die die erste kennen, können auch die erste machen. Und der Rest. Die dritte Stimme, genau der Bass. Sind ihr dabei? Also die zwei sind dabei, aber sind die da hinten auch dabei? Ja gut, schön. Ja, will ich sagen. Da. Vielleicht sind ihr auch schon Jassen da hinten, wer weiss. Da. Hio! Also jetzt sind wir noch nicht. Hio, hio, hio! Schön. Danke vielmals!
Und weiter geht's. Weiter geht's. Ja, der Applaus gilt natürlich an euch. Weiter geht's mit einem wunderschönen Balladenwalzer. Viel Vergnügen. Thank you.
Das war ein Stück, das heisst «Gestöpselt, nicht gerührt». Und jetzt haben wir ja im ersten Teil eine Komposition gespielt von Andi, die er seiner Frau gewidmet hat, dem Magdaländler. Und da habe ich gedacht, da kann ich mich natürlich nicht lumpen. Ich habe meiner Frau auch ein Stückchen gewidmet. Das heisst «Ein sturer Esel». Das ist wahr. Aber ich bin ein.
Ja, ein reines Feuerwerk hier am Deck. Unglaublich, was die drei Männer hier mit ihren akustischen Instrumenten zaubern. Das ist eine wahre Freude. Und ja, eine wahre Freude war mit euch heute Abend. Jeder schöne Abend kommt irgendwann zu einem Ende. So auch der heutige Abend. Wir wollen euch ja nicht zu lange versäumen. Ihr habt ja sicher noch Besseres zu tun, denke ich, wieder. He? Wir haben dann alle wieder nach Hause, auch noch wieder. Und ja, die Berichte wollen wir auch schon lange wieder. He? An dieser Stelle wollen wir aber wirklich Danke sagen am ganzen Team vom Stadtkeller Luzern. Merci vielmal. Ich denke, die haben einen Applaus verdient. Die haben so schön alles dekoriert, antischt. Ein weiterer Applaus geht auch an unsere Technik, an Dominik, wo ohne ihn würde auch das nicht funktionieren, würde das nicht so tönen, wie es jetzt tönt. Applaus für Dominik! Und natürlich der grösste Dank geht an euch alle, die heute Abend angekommen sind. Wir haben eine hohe Freude gehabt, wo wir da vernuhen, dass immer mehr kommen und mehr kommen und irgendwann ist da voll gewesen. Ist nicht selbstverständlich an einem Dienstagabend da hier und darum von unsererseits ein herzliches Dankeschön. Merci vielmals. Und ja, wenn ihr natürlich noch ein bisschen mehr Ambeck wollt, geht auf ihre Webseite www.ambeck.ch. Dort findet ihr weitere Daten. Es ist leider so, dass aber der Pirmin ab morgen für ein halbes Jahr fortgeht. Wir haben ihm gesagt, er soll nicht gehen. Nein, er macht genau das Richtige. Er hat eine musikalische Auszeit, die er darf nehmen in Berlin. Und er wird da mit sich ganz vielen Ideen wieder zurückkommen. Er wird da sicher noch das eine und andere Land noch ein bisschen bereisen, bevor er dann wieder in die Nähe kommt. An dir wünsche ich mir an dieser Stelle schon wegen ganz viel Freude in Berlin und wo immer du hingehst und mit wem du auch gerade unterwegs bist. Gell? Und falls ihr sonst noch jemanden als Küsli besuchen wollt, könnt ihr auch auf www.bernhardpatscher.com. Weil das vorige nämlich gar nicht schlecht tönt, muss ich sagen. Hat sehr schön tönt. Also, ihr seht, jeder kann lernen, juzen. Und zum Thema Juzen kommen wir gerade auch noch zum letzten Stückchen. Da haben wir uns ein Spezielles ausgesucht. Das ist das Melchjuzli. Und ich kann euch sagen, das ist sicher noch nie so kreativ dargeboten worden wie gerade. Das ist Premiere heute Abend in diesem Stil. Und ja, kommt gut heim. Wir würden uns freuen, euch wieder irgendwann einst zu sehen. Habt euch Sorge und noch ein Dankeschön. Yo, yo, yo.
Wir spielen gerne noch eins. Und zwar ist jetzt noch der Pirmin dran. Hat seiner Frau auch noch eins müssen mit. Ausgleichende Gerechtigkeit. Und zwar eine wunderschöne Ballade mit dem Titel «Mi amore». Macht es natürlich umso spezieller, weil da unsere Frauen heute Abend all da sind. Ich bin der Einzige, der natürlich noch keins komponiert hat, aber... Ja, ja. Wir fangen jetzt an. Thank you.
können wir nicht hören, oder? Ja, da sind sie wieder. Ja, da sind sie wieder.